Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Core Defense. Ein quasi Tower Defense Spiel, wo man auch ein bisschen Baukomponenten mit eingebaut hat. Also man kann quasi seine eigene Verteidigung aufbauen oder zusammenbauen. Und dann hat man auch ein bisschen so diese guten alten Kartenspiele mitgenommen, die es aktuell so im Umlauf gibt, so wie Slay the Spire, wo man dann quasi nach jeder Runde, nachdem man quasi eine Welle geschafft hat, dann quasi sich Upgrades oder bessere Karten besorgen kann. Und das alles wird hier so ein bisschen gemischt. Und der Grund, warum ich das Spiel überhaupt zeige, ist, dass ich aktuell ein Handyspiel spiele. Das heißt Infinitide. Und das hat mich, also das Spiel hier Core Defense, hat mich so total daran erinnert. Deswegen habe ich mir gedacht, cool, ist relativ schön eigentlich. Deswegen schaue ich es mir einfach mal an. Für alle, die das auf sich selber mal anschauen möchten, Link ist in der Videobeschreibung unten drin. Könnt ihr einfach mal selber anschauen. Ich bekomme dafür kein Geld, keine Angst. Ist ja nicht gesponsert oder sowas. Wenn ich Geld dafür bekommen würde, würde das natürlich auch trotz allem meine Meinung nicht ändern. Aber ich bekomme kein Geld dafür, keine Angst. Könnt euch das Ganze entspannt anschauen, nicht getriggert sein. Und wir schauen das Ganze einfach mal an. Ja, meinen aktuellen Spielstand überschreiben. Es gibt ein paar Schwierigkeitsgrade mehr, wie ihr seht, bis Überladung 20, also quasi schwer, ist normal dann in Anführungsstrichen. Und dann gibt es noch bis Stufe 20 nach oben. Wir können jetzt aktuell nur schwer machen, weil ich noch nicht in der Lage war, schwer zu schaffen. Und starten das Ganze einfach mal. So, das ist unser Kern, den müssen wir beschützen. Und dafür können wir uns gleich, oh, ein Heilturm. Nehmen wir nicht. Wir nehmen allerdings erstmal einen Scharfschützen. Und zwar nehme ich einen Scharfschützen, weil ich finde tatsächlich, der Scharfschütze ist eine der besten Tower, die es gibt in dem Spiel, finde ich. Vor allem, man kann ihn auch noch übelst upgraden. Und ihr seht das jetzt schon. Hier, hier und hier, so wie hier, sind quasi die Spawns. Hier und hier spawnen die Feinde. Und die bewegen sich alle mit diesen roten Linien hier auf unsere Mitte ran. Die müssen wir verteidigen. Und um das zu tun, können wir dann halt auch Sachen bauen. Wie das, was ich jetzt hier mache. Und ich werde jetzt quasi versuchen, dass ich den Weg für die hier möglichst lange mache und dann hier natürlich quasi Türme stationiere. Ob das funktioniert, weiß ich noch nicht. Wir werden sehen. Da kommt der erste Gegner, natürlich gar kein Problem für unseren Sniper. Da erhöhen wir mal die Reichweite von unserem... Oh, die super. Passt, da habe ich gleich mal meinen Sniper mit zwei Upgrades upgraden können. Einmal Reichweite und einmal Angriffsgeschwindigkeit. Fähigkeit betäuben will ich nicht. Erhöhen wir nochmal seine Reichweite. Und dann einmal eine Mauer. Die Mauer kann man dann wieder hierher setzen, weil ich möchte jetzt dann hier quasi... wobei, ich muss noch eins höher, glaube ich. Und dann können wir hier oben so lang bauen. Und dann so. Das ist irgendwie mein Ziel quasi. So, dass es nur einen Weg gibt und dass der möglichst weit ist, dass sie möglichst viel laufen müssen. Oh, das ist ein Problem. Ja. Das Problem ist, sobald die in die Mitte vom Turm reinkommen, bekomme ich keine zwei Belohnungen mehr, sondern noch eine. Ja, das habe ich das Problem. Ich brauche dringend noch eine neue Einheit. Wenn das mit seiner Geschwindigkeit. Das Problem ist jetzt, wenn ich jetzt hinten dran bin. Okay, passt. Okay, und nochmal die Geschwindigkeit. Und okay, jetzt kriege ich natürlich nichts mehr. Verdammt. Reichweite erhöhen ist irrelevant. Gerade. So. Gut, ich muss jetzt quasi hoffen, dass ich jetzt hier demnächst nochmal wieder ein paar Türmchen bekomme. Störsender oder Sprenger. Machen wir den Sprenger, der ist gut. AOE-Schaden, Scharfschütze, erhöhen wir mal seinen Schaden. Wir setzen den Sprengerboy mal dorthin. Das ist ja der einzige Weg, wo die lang können. Hier oben können die gar nicht mehr lang. So, er macht jetzt hier auch nochmal ein bisschen Schaden, super. Heilerturm will ich nicht. Sprengerschaden erhöhen, jupp. Schnellfeuerturm, tun wir den auch noch mit rein. Das ist quasi so eine Art Maschinengewehr. Ah, okay, das war knapp. Er ist nicht rein, hoffe ich. Du hast eine größere Chance auf Module. Sprenger, immer mal seinen Schaden. So, wir sind jetzt hier. Das heißt, wir machen jetzt hier oben weiter. Und bauen dann dorthin und dann hier. Dann müssen die quasi da durchgehen. Ich hoffe, ihr wisst, was ich vorhabe. Ich hoffe, ihr könnt mir folgen. Da ist man sich bei mir immer nicht so sicher. Ich weiß, was ich hier mache. Mein Sniper, der wird immer weiter gepusht. Der hat auch schon eine Angriffsgeschwindigkeit von 0,5. Also, wunderbar. Wir können ja immer weiter upgraden. Das ist das Schöne. Erhalte 4% Bonus, Reichweite erhöhen, Scharfschütze, mach mal den Sprengerschaden. Von ihm hier, umso mehr Schaden er macht, umso besser ist es auch. Er macht jetzt aktuell schon 52 Schaden. Aber mein Sniper ist aktuell mein Favorite, der ist aktuell relativ entspannt. Wir machen mal noch einen weiteren Turm, wir nehmen den Schmelzer mit rein. Wir haben noch 3 Türme frei. Setzen ihn dorthin. Achso, kann auch eine Mauer setzen, Entschuldigung. Tut mir sehr leid. Entspannt euch wieder ein bisschen. Ja, passt. Aktuell läuft super. Wir sind schon auch in der Welle 12 schon. Seinen Schaden erhöhen. Nochmal seinen Schaden erhöhen.
Unten fünf Gegner kommen insgesamt. Das ist natürlich perfekt, wenn die da spawnen. Das kann ich natürlich super verteidigen. Fähigkeit Sprengstoff. Einheiten. Ich bin kein Freund von dem Sprengstoff tatsächlich. Du hältst eine Mauer, wenn du eine Belohnung überspringst. Das ist doof. Das will ich nicht. Aber ich muss irgendwas nehmen. Er hat 4% Bonus auf den... Ja, machen wir das. Achso. Eine Mauer kann ich nur setzen. Es gibt auch ein Modul, dass ich zum Beispiel, wenn ich Mauer nehme, dass ich doppelt so viele Mauern kriege. Also quasi, wenn ich eine Mauer wähle, bekomme ich eine zweite zusätzlich dazu. Hä, da ist einer reingekommen? Hä? Ich habe gerade nur eine Belohnung bekommen. Warum das? Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Mal seinen Schaden erhöhen. Schmelzer Rüstungsreduktion. Das klingt gut. Tun so seinen Schmelzer quasi pushen. Hm, die sind schnell unterwegs. Aber kein Problem. Zu seinen Schaden weiter erhöhen. Was ist das hier aus dem Nichts? Du hast eine Mauer. Ja, das ist. Ich will das nicht. Es gibt ein besseres Modul. Aber man weiß nicht genau, wann dieses Modul mal für mich kommt. Und mein Sniper, der kriegt gar keine Upgrades mehr, ne? Gefühlt so. Der wird aktuell so komplett ignoriert. Und man merkt auch, die werden langsam stärker, ne? Die kommen besser durch. Turmverstrahler. Das ist nice. Den setzen wir mal. Warte, machen wir das mal weg. Wir setzen den mal dorthin. Weil quasi von zwei in die Sachen kommen. Dann setzen wir ihn hier oben hin. Dann kann hier oben noch ein bisschen angreifen. So. Genau, er macht quasi Atomschaden. Man ist ein Schaden über Zeit. Das ist nicht zu unterschätzen. 2% Angriffsgeschwindigkeit. Mal seinen Schaden auch weiter. Ich bin nicht zufrieden aktuell mit dem, was ich kriege. Läuft nicht so ideal. Oh, oh. Ach, Gott sei Dank, das war knapp. Mach Pause. Nee, ich will keine Reichweite. Ich kriege einen weiteren Turm. Der Störsender. Aber das ist jetzt auch nicht das Gelbe vom Ei. So, machen wir einfach mal eine Mauer. Bauen die dorthin, dass wir jetzt hier unten mal runterkommen. Oh, das ist eine Bosswelle. Und einer ist reingekommen. Mist, 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 Mist. Du hast eine größere Chance auf Module. Ja, machen wir mal das. Oder 10% mehr Reichweite. Wir machen erstmal mehr eine höhere Chance auf Module. Das ist jetzt erstmal wichtiger für mich. Ich will nämlich dieses Mauermodul. Oh Gott, wir machen viel zu wenig Schaden in der Zwischenzeit. Das ist schlecht. Schade, schade. Wenn das übrigens komplett rot ist, sind wir raus. Also, das für euch zur Info. Wenn das komplett rot ist, sind wir raus. Das heilt sich allerdings jedes Mal ein bisschen. Nehmen wir mal den Hammerturm. Und machen wir eine neue Fertigkeit. So, da sind wir jetzt fertig, was das angeht. Wir haben jetzt keinerlei Möglichkeiten mehr, neue Türme oder Fertigkeiten zu erlangen. Das Ding können wir einfach hier reinspawnen, dann schießen die schneller. Natürlich auch nicht so schlecht. Jawohl, wir mal seinen Schaden. Einfach nur den Schaden erhöhen. Ich brauche einfach mehr Schaden. In der Hoffnung, dass das was bringt. Jawohl, das sieht schon mal ganz gut aus. Aber ich kriege keine gescheiten Module. Das ist so ein bisschen... Ja, ich bin unzufrieden mit den Modulen. So, die müssen jetzt jedenfalls schon mal mit hier unten lang. Oh. Oh, oh. Ja, au, 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 au. Wir sind fast tot. Wir wissen es nur noch nicht. Ja, wenn die von da kommen, ist blöd, ne? Da kann ich nicht so richtig verteidigen aktuell. Hier ist gut. Hier müssten wir eigentlich in der Lage sein, es zu verteidigen. Da ist ein Heiler mit dabei. Ja, wir müssen in der Lage sein, es zu verteidigen, sagte er. Und wir waren es auch in der Lage. Jawohl, super. So. Raserei-Upgrade, Scharfschütze-Schaden-Upgrade. Super. Mach wenigstens mein Scharfschütze mal ein bisschen Schaden. So, mein Damage erhöhen hier. Aua. Ja, wir sind raus. Das war's. Ne, noch nicht ganz. Noch leben wir. Die Raserei. Ah, die kommen wieder von da. Das gibt's nicht. Der Hammer ist auch total misplaced, sehe ich gerade. Der Hammer ist total misplaced. Der bringt mir da gar nichts. Ach super, ich bin auch so doof manchmal. Der schießt ja nicht mal, der Hammer, ey. Ach Gott. Jetzt habe ich mich auch ein bisschen selber mit außer Gefecht gesetzt. So. Erstes tot, zweites tot, der dritte ist tot. Okay, wenigstens haben wir wieder eine Welle geschafft. Rasereidauer erhöhen oder Schmelzerschaden erhöhen. Machen wir das. So, ihn setzen wir natürlich dann dorthin. Ihn setzen wir dorthin. Naja, wir machen weiter. Wie gesagt, umso länger der Weg ist für die nachher, umso besser ist es. Nee, oh, es wird eng. Okay, gut.
So, Reichweite erhöhen. Brauchen wir eigentlich nicht. Gibt es irgendwas anderes? 4% Bonus auf Schaden von Türmen. Mal das hier. Hey, warum haben die schon wieder Damage hier gemacht? Ich habe schon wieder nur eine Belohnung bekommen. Ist doch Betrug hier. Die beschüßen mich. Oh, oh. Ah, einer ist reingekommen. Zwei ist... Ah, das war's. Nein. Ah. Ja, haben wir 2500 Punkte. Jawohl, wir haben ein Auswahlparadoxon-Modul freigeschaltet. Super. Wir probieren es natürlich nochmal. Ja, ich mache auch diesmal wieder den Scharfschützen, weil der Scharfschütze ist eigentlich relativ entspannt. Ich fand eigentlich nicht, dass meine Idee schlecht war, die ich hatte, oder? War meine Idee so schlecht? Ich meine, ich hatte einfach Pech mit den Modulen. Ich glaube, das war einfach mein Problem mit. Ich hatte einfach Pech mit den Modulen. So ein bisschen mit. Aber gut, das kann man jetzt natürlich drüber rätseln oder diskutieren. Das Gute ist, ich kann es natürlich auch nachher einfach wieder abreißen, wenn mir das nicht mehr taugt. Sprengstoff will ich nicht, so leid es mir tut. Machen wir seine Reichweite erhöhen. Modulgehärteter Kern. Machen wir mal das. Ist doch egal. Module können wir unbegrenzt machen und haben. Vielleicht sollte ich mal mit Modulen arbeiten. Oh Gott. Ja. Lief super. Er macht leider keinen Schaden. Das ist so das kleine Problemchen. Ja, es lief gerade super schlecht. So, machen wir das hier einmal. Machen wir hier oben direkt dicht, dass die direkt hier überall lang müssen. Ich meine, das haben wir geschafft. Wir brauchen auf alle Fälle jetzt gleich mal wieder einen Turm, der mit schießt. Habe ich jetzt natürlich keinen. Super. Könnt weinen. So. Das geht ja immer alles noch. Machen wir seine Geschwindigkeit erhöhen. Seinen Schaden nochmal erhöhen. Ich meine, er ist schon nicht schlecht. Schon wieder. Ist schon wieder ganz gut. Machen wir Mauer. Nochmal Mauer. Ma, das ist so schlecht, was hier schon wieder abgeht gerade. Also nicht falsch verstehen. Es ist einfach wirklich schlecht, was hier gerade geschieht schon wieder. So, wir bauen das jetzt hier. Nein, wobei, das ist dumm. So. Die müssen möglichst viel laufen. Möglichst viel laufen und möglichst viel Fläche für mich bieten zum Angreifen. Das ist das Ziel, das ist das, was wir machen müssen. So, Schnellfeuerturm. Du hast eine größere Chance auf Module. Mehr Reichweite. Machen wir mehr Module. Setzen ihn mal hier hin. Wie gesagt, die müssen alle hier lang, ne? Das ist jetzt aktuell nicht umgehbar. So, er macht aktuell einen guten Job, mein Sniper, trotz allem. Mal seinen Schaden erhöhen, seine Geschwindigkeit erhöhen, passt. So, jawohl. Super. Turmheiler. Heilt alle angrenzenden Einheiten. Setzen ihn dorthin. Hier ist nämlich schön. Ja, dann eine gute Angriffsreichweite. Ich überlege gerade, ob ich die von hier irgendwie so dahin zwingen könnte. Also quasi, dass die alle hier unten noch irgendwie lang gehen müssten. Weiß ich gerade gar nicht. Aber mein Sniper, ihr seht schon, der ist noch ganz motiviert. Der ist noch relativ gut. Welle 10 sind wir aktuell. Ich will nichts überspringen. Das ist übrigens auch nice. Wir sehen jetzt erstmal die Reichweite. Gut, da muss ich den Scharfschützen Schaden nehmen. Aktuell Schaden ist 115. Wie gesagt, mein Scharfschütze ist eigentlich somit das Wichtigste für mich gerade. Seinen Schaden erhöhen. Weiteren Angriffsbonus von 2%. So, ihr seht das auch. Wie gesagt, der Sniper ist natürlich powerful, dieser Sniper. Ne? Darf man nicht unterschätzen. Jawohl, das ist das, was ich brauche. Perfekt. Erstmal, wenn ich jetzt eine Mauer nehme, bekomme ich 2. Das ist sehr powerful. Ja, natürlich, dreimal dürfte raten, wer jetzt keine Mauer kriegt, ne? Nehmen wir einmal den Schmelzerturm. Er wollte mich doch verarschen. Gut, das ist ein bisschen blöd gesetzt. Das Ding setzt man es dorthin. So, jetzt würde ich 2 Mauern kriegen, jetzt kriege ich keine mehr zur Auswahl, weißt? Das ist wieder genau... Er hat mich betäubt, der Sack, ey. Lass mal diese. Ich will mal den Heilstrahlturm nehmen. Einfach Interesse halber. Ich will wissen, was er macht. Oh, das wollte ich nicht machen. Ich setze ihn mal dorthin. Also er heilt mich jetzt dann quasi. Ah ja, cool. Tatsache, er heilt quasi alles, was kaputt ist. Ist die Frage, heilt er auch meinen Kern? Ja, wir nehmen hier den Schmelzer Schaden. Ich weiß, jetzt sagen sich alle, warum nimmst du da nicht die Mauern, Junge? Er heilt sich auch selber, interessanterweise. Heilstrahl, Reichweite. Schmelzer, Rüstungsreduktion. Ne? Ist natürlich auch nicht schlecht. Rüstungsreduktion...
Das heißt, wir müssen ihn auch etwas weiter vorne setzen. Blub, blub, blub. Jawohl, läuft super, super toll. Dankeschön. Hier nehmen wir Mauer. Und da nehmen wir nochmal Mauer. So, jetzt haben wir 4 Mauern bekommen. Pass auf, wir zwingen die jetzt quasi dazu, dass die hier komplett runtergehen müssen. Quasi, wer von dort kommt, muss trotzdem runterlaufen. Natürlich kann ich jetzt den Turm zum Beispiel woanders hinsetzen. Mal seinen Schaden erhöhen. Weiter erhöhen. So, pass auf, ihn setzen wir jetzt hier hin. Oder hier hin? Nicht ganz sicher. Ich glaube, wir setzen ihn erstmal hier hin. So. Und er wird natürlich auch geheilt. Das ist ganz wichtig. So. Ich weiß, schaut alles super komisch aus aktuell. Noch ein Türmchen. Hallöchen, Hammerboy. Den brauche ich, den mag ich. Den Heilerturm brauchen wir jetzt nicht mehr. Wir haben natürlich den anderen. Seine Geschwindigkeit erhöhen. Den Hammerboy setzen wir mal dorthin. So. Bin gespannt, ob das jetzt die richtige Strategie ist hier. So, der heilt ihn hier. Ich weiß nicht mal genau, warum er Schaden hatte. So, er macht einen guten Job. Er macht richtig guten Schaden. Also schlechte Module. Unvollständige Abklingzeiten werden übernommen. Mal Mauern wieder. Wir nehmen wieder Mauern. So. Ja, jetzt ist natürlich die Frage. Wir können den hier nochmal nach oben schicken. Dasselbe können wir den auch machen. Wir können rein theoretisch so viel bauen jetzt. Ich weiß natürlich nicht, ob das was bringt. Warum ist er so schnell? Okay, das ging nochmal gut. Müssen wir mal ein bisschen aufpassen. Seine Geschwindigkeit erhöhen. 4% Bonusschaden. Müssen wir auf Schaden gehen, das ist das Wichtigste. Okay, das läuft super. Weil er reduziert die Rüstung hier. Ja, das ist ganz wichtig. Nehmen wir die Mauer. Ja, Sprengstoff mag ich nicht tatsächlich. Ich weiß nicht, ich bin kein großer Freund von Sprengstoff. So, was wir jetzt hier einmal machen, ist das Ganze hier ein bisschen weiter auseinanderziehen. Wie gesagt, die müssen möglichst weit laufen. Umso weiter die laufen müssen, umso besser, umso mehr Zeit haben wir, die anzugreifen mit unseren Snipern. So, Reichweite, Heilstrahl, Sprengerschaden. Machen wir das hier, meinen Sprengerschaden erhöhen. Seine Angriffsgeschwindigkeit erhöhen. Wir haben auch noch einen Platz frei für irgendwas. Wir wissen noch nicht was, mal gucken, ob noch irgendwas Schönes kommt. So, wie gesagt, das sollte hier kein Problem sein. Auch er ist relativ fähig, super. Aktuell läuft super, sind aktuell Welle 24. Okay, das ist total useless, was hier alles ist. Weiß nicht genau, es gab hier einfach nichts für mich, was ich hätte wählen können. So, wie gesagt, du läufst jetzt dann noch mit nach hier oben. Weil es schaut alles sehr komisch aus, ne? Manch einer denkt sich so, shit, wie schaut's hier aus? Okay, der Kleine ist sehr wichtig tatsächlich, aber es läuft noch super, noch läuft super. Modul veredeln, 4% Bonus Schaden, hallo? Was ist denn das? Du kannst Belohnungen einmal pro Welle neu würfeln. Hallöchen, Pupürchen. Das ist richtig nice. Warum hat er immer Schaden eigentlich? Blöde Frage, ich weiß, aber warum kassiert er immer Schaden? Okay, jetzt wird's interessant. Wobei, wir schaffen's. Heilstrahl, Reichweite. Modul, okay, pass auf, nochmal würfeln. Na, ganz toll. Sprengergeschwindigkeit, super. Ist auch noch eine legendäre gewesen. Er macht aktuell 43 Schaden und greift jetzt 0,7 Mal pro Sekunde an, ne? Eins. Oh, er kriegt einiges an Schaden. Also müssen wir unseren Heiler auch ein bisschen upgraden demnächst. Jawohl. Seine Geschwindigkeit weiter erhöhen. Dass er mir von hier unten ein bisschen mehr Stress und Trouble macht quasi. Blub, 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 jawohl. Wie oft greift er denn an jetzt in der Zwischenzeit überhaupt? 0,9 Mal. Darf man nicht unterschätzen. Oh, Blitzer, hallo. Unser letzter Turm steht fest. Der Blitzer ist nämlich auch sehr powerful, ob man es jetzt glaubt oder nicht. Den setzen wir hier hin. Wenn der später mal gut geupgradet ist, ist es auch ein sehr starker Turm. Problem ist natürlich, es ist sehr, sehr spät schon in dieser Welle. In dieser Runde. Geschwindigkeit erhöhen und Blitzerschaden. Jawohl. Dann Blitzer ein bisschen upgraden jetzt noch. Ich würde natürlich auch meinen Sniper noch ein bisschen upgraden, aber oh Gott. Ihr seht schon, die sind serious. Muss unbedingt meinen Heiler verbessern, ey. Plus 2% Angriffsbonus. Modul veredeln ist alles useless. Plus 10% Bonus auf Reichweite. Und die Heilstrahlgeschwindigkeit erhöhen. Macht jetzt mehr Heilung. Er heilt mehr. Und noch schaut super aus. Noch kommt keiner durch.
Seinen Schaden erhöhen. Welle 32, läuft super. Mensch, hätte ich nicht gedacht. Oh. Ah, die spawnen zu viel. Shit, da kommen sie zum ersten Mal, glaube ich, durch, oder? Ja. Und das tut... Wow. Krass. Okay, es lief so lange super und dann mit einem Zack tot. Tschüss. Ja. Schade eigentlich, verdammt. 760 Puckzahl. 31 Wellen haben wir geschafft, verdammt. Also wir haben wirklich, ich fand fast, wir waren eigentlich nicht schlecht, ne? Aber wir haben halt auch dieses Mal wieder nicht die richtige Strategie gefunden. Wir hatten am Ende dann nicht genug, um diese großen Boys kaputt zu machen. Naja, ich bedanke mich trotzdem fürs Zuschauen. Hoffe, das Spiel hat euch gefallen und auch das Video, wenn ihr da nochmal was sehen möchtet. Einfach ab in die Kommentare damit. Und dann schauen wir weiter. Ich bedanke mich allerdings fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.